Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute das SAM 9215, eine Ausgabe GV. Geschlechtsverkehr? Zack. Cooles Ding. Ja? Ich stehe auf diese Klingenform. Ja? So ein bisschen Quakenflipper. Ne, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ja, durch den MB-Lock mit dem MB-Clip. MB-Clip. Da ist er, der Clip. Der wird hier zusammengedrückt, dann nach oben geschoben, Messer gedreht und von oben wieder eingeführt und zack, ist das rechts oder links zu tragen. Tipp up. Nie tipp down. Jetzt impossible. Hui. Ne? Ich versuche das mal mit einer Hand, mit einem Finger, nämlich mit dem Daumen. Das ist das Problem mit dem MB-Lock. Ja? Der verträgt es nicht so gut. Wenn das nur mit. Denn. Wenn man den MB-Lock nur so drückt, seht ihr vielleicht im Inneren, ist die andere Seite immer noch hochgedreht. Also, ne? Also, zwei Finger. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop. Ach übrigens, heute Mittwoch, der was auch immerste. Morgen gibt es ein Gewinnspiel. Da komme ich gleich noch mal zu. Über ein anderes SAM. Das wird morgen verlost. Auf Vatertag. Und das wird innerhalb von 24 Stunden verlost. Denn nächste Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und dann habe ich auch die Zeit, das Messer zu verschicken. Und auch das von Midgards Messer. Ja. Der Sigo Tactical, der wird dann nächste Woche auch verschickt, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Tabletop. Nein, doch. So, willkommen im Tabletop-Modus. Das ist das Kartönchen, in dem das SAM, na, wo steht's? 9215 GV, für Geschlechtsverkehr wahrscheinlich. Entschuldigt bitte. Daherkommt. Ja. Machen wir das mal ein bisschen auf. Da ist eine Beschreibung und so weiter. Und da ist so ein kleines, ja, Kunstseidensäckchen. Erinnert mich so an die gute alte Zeit, als noch Ganso seine Sachen eingepackt hat in irgendwelche Täschchen. Und die Messerszene hat gejohlt und hat gesagt, hey, macht es doch mal bitte. Bitte, ohne Säckchen und macht es 1 € billiger. Mit Sicherheit nicht. So, wir haben verbaut D2 Stahl. Ja, der ist, also die Klinge ist geschwärzt, lackiert, denke ich mal. Und wir haben G10 verbaut. Hier unten haben wir unter dem MB-Lock, der dem Access-Lock gar nicht so unähnlich ist. Na, ich zeige es hier nochmal. Zack, seht ihr? Es geht ein bisschen schief, wenn man das so mit einem Finger macht. Und dann öffnet und schließt sich das nicht richtig. Dann lieber mit zwei Fingern und zack, ist das Ding zu. Smoothie, boozy. Der MB-Click, Clip, entschuldigt bitte. Der MB-Clip, der wird hier zusammengedrückt, dann nach oben geschoben. Hatte ich gerade eben schon mal erwähnt. Und dann wird er hier, da sind die Einlässe, na, seht ihr das? Hier wieder eingefügt. Zack und klick. Und dann ist es wieder drin. Wir haben
neben der Öffnung mit dem MB Lock auch die Möglichkeit mit dieser Daumen, wie heißt das, Daumenteller, ich habe keiner, das damit so zu öffnen. Ein schickes Teil, erinnert so ein bisschen an die Quaken Flipper, ne? Als Flipper Version hätte ich es mir auch vorstellen können, ja? Hätte man aber ein bisschen die Geometrie und alles verändern müssen. Ja, also wenn das hier oben weitergeführt worden wäre, so dass man das hätte flippen können, wie so ein Böker Excalibur. Ja, da ist ja der Flipper hier, ist ein Frontflipper. Der wird dann zack, so geöffnet. Das hätte natürlich die Geometrie komplett geändert an diesem Messer. Ne? Seht ihr, da hätte man das alles nach vorne ziehen müssen und dann hätte das aber auch mit dem MB-Lock nicht mehr funktioniert. Auf den MB-Lock hätte ich ganz locker verzichten können. Lock denn locker. Ne? Zack. Oder genau, ein schönes anderes Beispiel. Ich werde jetzt noch nicht viel drüber reden. Das ist mir in Schafheim geschenkt worden von Brandy und Manuel Albrecht. Das ist das Le Pictaf. Das ist auch ein schicker Flipper. Ne? Le Pictaf. Wow. Zack. Das Ding da. Seht ihr? Wow. Stellt euch das mal vor als Frontflipper. Ne? Als Frontflipper. Oh, wäre das geil. Nee. Na, vor der Kamera funktioniert das selten. Ich sag's ja. Zack. Das Ding da. Bei dem hier, bei dem Böker, ist das easy peasy. Okay, mal weg die Kumpels hier. Also, wir haben D2, wir haben G10, wir haben den Clip, wir haben den MB-Lock, den MB-Clip und hier diese, ja, Thumb-Disc. Bei, so wie es gebaut ist, hätte da kein Daumenpin dran gepasst. Das hätte einfach nicht funktioniert. Wir haben die Möglichkeit, das Messer mit einem Lanyard zu bestücken. Und nach der Bauart und so wie man das sieht, das könnte so eine Wicklung sein. Wie man die von Samurai-Schwertern kennt. Und auch die ganze Form erinnert so ein bisschen an Samurai-Schwert. Ne? Wir haben hier eine Swatch. Viele bezeichnen das als eine Fehlschärfe. Die Fehlschärfe ist hier unten, nämlich da, wo wenn man beim Schärfen den Schleifstein oder den Schärfstein nicht ruiniert. Das heißt, an den Enden, an den, ne, abrundet. SAM Logo. Ne? Recessed Scales, würde man fast sagen, aber das stimmt nicht. Denn das Rote und das Schwarze, das ist eins. Das heißt, da ist das G10 nochmal zusätzlich gefärbt worden. Wer und der, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei meinem, und das gibt es ja morgen als Gewinnspiel, im Prinzip ist das die Variation eines Themas, ne, mit dem MB Lock. Na, da ist ein bisschen Dreck drin. Zeigt aber nur, dass das Messer in Benutzung ist, respektive ab morgen war. Weil morgen werde ich das verlosen. Ne, SAM. Für die Leute, die es nicht wissen, ist eigentlich eine Untersektion von Sanrenmu. Ne? Aber eine eigenständige. Wie zum Beispiel, ob ich da jetzt reden soll drüber. Nee, lassen wir es lieber. Es gibt viele Firmen, die Unterfirmen haben, wo dann hinterher das Kartellamt sagt, ihr müsst euch abspalten. Und Edeka und Netto. Ne? Also Netto gehört zu Edeka. Ist aber trotzdem eine eigenständige Tochterfirma, eigenständig. Ja. Als damals die
Plusmärkte aufgelöst wurden, hatte dann Edeka und ich glaube Rewe haben sich die Märkte geteilt, und aber Netto musste dann abgespalten werden von Edeka. Und so ist das auch mit SAM. Das ist eine eigenständige Firma, auch wenn SAM, Stay Ready for More, im Prinzip heißt Sanrimu. So, nun gehen wir mal schnell über die Daten. Oh, es hat mit einem Finger geklappt, also ein Daumen. Gramm. Ja? Ja, das andere, wollt ihr es noch wissen? Ja, 88,8 Gramm, das ist ja, das ist ja geschenkt. Geschlossen sind wir bei 12 cm. Übrigens, das Hin- und Her-Flippen und so, das könnt ihr gerne zu Hause machen. Lasst das in der Öffentlichkeit sein. Erschreckt die Leute nicht. Das gibt nur mega. Geöffnet 21,2. Ja. Und Klingenstärke sind wir oben bei nicht Inch, nö, nicht Inch, Millimeter, bei 3 Millimeter unten kurz vor der Phase 0,2. Respekt. Ja. Und eine Höhe von an der höchsten Stelle, das heißt direkt an dem an der Daumendisk, 19,4 mm. Mich macht das Design an. Ich garantiere euch, das wird mich niemals verlassen. Das, ich finde das geil. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Mini-Katana. Oder, also, auch Quaken-Flipper, ne? Obwohl der Flipper fehlt. Ich bin immer so versucht, da den Liner-Lock zu öffnen, der ja nicht vorhanden ist. Logisch. Das ist ein cooles Ding. Mal ein Stück Holz suchen. It was very schwierig to find a Stück Holz in the Unterholz. Ne? Löckchen. Mitgeliefert mit dem Messer ist natürlich, ne, oder man könnte sagen Beipackzettel, The Folding Knives 9201 9202 9211 9225. Ziemlich geil, ne? Das 7228. Das ist der Kumpel hier. Darf man sich dann nicht täuschen lassen von der Form, dass es so ein bisschen so eine Bowie-Form hat. Sondern hier ist die Swatch. Die ist nicht mit drauf gekommen aufs Bild. Ne? Wir haben das 1158. Das sieht auch cool aus. Das 1168, das 1161 habe ich auch schon vorgestellt und dann verlost. Ne? Morgen ist das hier dran. Ich sage es nochmal. Fixblade, sehr cool, sehr cool. S718, S758. Dann den Tactical Fixblade.
Multifunktionsmesser, Nackel, aufpassen. Und EDC-Tool, die haben wir da, Fidget Spinner. Und auf der Rückseite haben wir Multifunction Shovel GC01. Cool. So, ich packe euch zu dem Messer einen Link in die Beschreibung. Das Warehouse ist in Polen. Das heißt, wird von Europa aus geschickt. Und ihr bezahlt da keine Einfuhrsteuern. Also es ist einfuhrsteuerfrei. Und ich denke mal, das ist echt ein schönes, tolles Messer für die Sammlung oder was auch immer. Ja. Komm mal her. Die brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. Cool. Und so eine kleine Bitte von meiner Seite aus an euch, solltet ihr irgendwo öffentlich dieses Messer brauchen müssen und ihr meint, ihr müsst das unbedingt mit euch schleppen, lasst den Scheiß, das aufzuflicken oder mit dem Ambilock zu öffnen. Wir sind hier in Germanien und in Germanien haben wir auch ganz viel ängstliche Menschen, dann macht das Messer ganz langsam und leise auf und benutzt es dann. Sonst macht es keinen Sinn. Ja? Ihr könnt natürlich auch die Disk hier abmachen und darauf hoffen, dass ein Polizist das nicht erkennt. Aber seid euch sicher, die Polizei, die auf das spezialisiert ist, also so Messerfreaks wie uns zu entwaffnen, obwohl das ein Werkzeug ist, die wird diese Videos gucken. Na? Also seid vorsichtig mit euren Messern, bevor sie euch weggenommen werden und ihr Multimillionen Euro bezahlen müsst. Ich darf ja. Ich darf. Nun gut. Ach ja, übrigens, der Backspacer, der ist auch aus G10. Ne? Muss man mal gesagt haben. Ne? Auch hier, das hinter dem MB-Lock, das sind nochmal G10-Verstärkungen. Und wir sehen, innen drin ist noch ein bisschen was ausgefräst oder ausgelasert. Und ihr seht hier so ein bisschen den, seht ihr es hier? Da. Wie der MB-Lock funktioniert. No. Zack. Und da kommt das Messer dann, die Klinge dann da rein. Okay. Fazit, würde der Rainer Rossmann sagen. Fazit. Fazit. Wie gesagt, hätte der Rainer Rossmann gesagt zu dem 2915 GV für 1 Schönes Ding. Spielspaß garantiert, wenn man nicht so ein Bewegungs-Legastheniker hier. Grobmotoriker wäre wie ich. Ja? Meine Hände sind halt, sind Arbeiterfohlen. Ne? Da ist der Finger, der funktioniert noch zur Hälfte. Funktioniert auch mit links. Ja, also Messer für beide Hände, beidseitig Tipp abzutragen. Ein cooles Ding. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Ich sage es nochmal, das kommt dann aus einem Warehouse aus Polen zu einem sehr, sehr moderaten Preis. Guckt in die Beschreibung und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Feiertag morgen. Morgen kommt, das drehe ich jetzt gleich, deshalb habe ich morgen auch dasselbe Shirt an. Ne? Castrol. Ich will heute immer sagen, ey, das ist schmutzig. Nee, das ist auf Vintage gemacht. Da sind die Flecken, die sind extra drauf. Das habe ich noch nicht so lange. Alrighty, also ein cooles Messer. Für meine Begriffe eine 10 von 10. Und?
Das gibt es morgen zu gewinnen, zum Vatertag. Ich hoffe, ihr kennt euch mit Musik aus den 90ern aus, vielleicht auch aus den 70ern und 80ern. Soll ich es verraten? Bonnie M. Es hat mit Bonnie M zu tun, irgendwie. Okay, also, diese Beschreibung, das gibt es nicht zu gewinnen. Das behalte ich, das verschenke ich. Behalte ich, verlose ich. Behalte ich. Wisst ihr was? Bis morgen. Tschüss, euer Waldmeister.